Hallo Handbook Germany Community. Im Sommer 2020 haben uns Bilder und Videos erreicht, die Polizeigewalt zeigen. Erinnern wir uns an den Jugendlichen aus Hamburg. Er war gerade einmal 15 Jahre alt. Mehrere Polizistinnen und Polizisten gingen mit Gewalt gegen ihn vor. Später wurde er auf dem Boden fixiert. Er schlug zwar um sich, war aber nicht bewaffnet und offensichtlich verwirrt. Eine Person, die diese Szene filmte, wurde von einer Polizistin aufgefordert, mit den Filmen aufzuhören. Sie filmte aber weiter. Wer ist hier im Recht? Darf man Polizeigewalt filmen? Darüber sprechen wir mit Dr. Ulf Burmeier. Er ist promovierter Rechtswissenschaftler und Vorsitzender des Vereins Gesellschaft für Freiheitsrechte, der Grund- und Menschenrechte verteidigt. Herr Burmeier, zunächst ganz allgemein, darf ich Polizeieinsätze filmen? Im Prinzip kann man Polizeieinsätze filmen. Aufpassen muss man allerdings bei Tonaufnahmen. Tonaufnahmen sind nur erlaubt, wenn sich die Polizistinnen und Polizisten in der Öffentlichkeit äußern, weil es strafrechtlich verboten ist, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen aufzuzeichnen. Könnten Sie Beispiele dafür nennen? Also die Frage ist, ob da zufällig Menschen vorbeikommen und zuhören können, ja, wie das zum Beispiel auf der Straße oder auf dem Bürgersteig normalerweise der Fall ist, oder ob sich das zum Beispiel in geschlossenen Räumen in einer Wohnung abspielt. Das heißt, in einer Wohnung würde ich im Zweifel immer ohne Ton filmen, auf dem Bürgersteig, auf der Straße kann man aber den Ton auch aufzeichnen. Wenn das Filmen von Polizeieinsätzen erlaubt ist, darf ich auch illegale Handlungen der Polizei filmen, wenn sie zum Beispiel Racial Profiling anwendet, wobei sie eine Person ohne Anlass nur aufgrund ihrer Haut- und Haarfarbe kontrolliert? Also ob die Polizei also nach dem ersten Eindruck legal oder illegal handelt, ist erstmal egal für die Aufzeichnung. Das kann später wichtig werden für die Frage, ob ich diese Bilder auch veröffentlichen darf. Das ist nämlich nochmal eine zweite Frage. Wie gesagt, Filmen ist prinzipiell erlaubt. Eine andere Frage ist, ob man die Bilder auch ins Internet stellen darf. Da gelten nochmal strengere Regeln. Man darf die Bilder aber oder die Filmaufnahmen aber auf jeden Fall als Beweismittel verwenden, zum Beispiel in einem Verfahren, das, wo gegen diese Polizisten ermittelt wird. Worauf sollte ich achten, wenn ich Bilder und Videos ins Internet stellen möchte? Der Normalfall muss sein, dass man keine Filmaufnahmen, wo Menschen erkennbar sind, einfach so ins Internet stellt. Man ist immer auf der sicheren Seite, wenn man die Menschen unkenntlich macht. Es sei denn, man hat gerade ein spezifisches Interesse daran, dass man diese Menschen zum Beispiel noch ermitteln möchte. Wie gesagt, wenn einzelne Beamtinnen sich rechtswidrig verhalten und bislang unklar ist, um wen es sich handelt, dann kann es im Einzelfall auch mal gerechtfertigt sein, diese Bilder unverpixelt zu zeigen. Halten wir noch mal fest. Ich darf Polizeieinsätze filmen, also kann mir die Polizei nicht verbieten zu filmen. Darf sie mir denn mein Handy oder meine Kamera wegnehmen? Also wenn die Polizei das Handy beschlagnahmt in so einer solchen Situation, dann ist das mutmaßlich rechtswidrig. Man sollte aber natürlich sich nicht gewaltsam gegen polizeiliche Aktionen wehren, sondern man sollte dann später rechtlich dagegen vorgehen, zum Beispiel vor den Verwaltungsgerichten. Eine abschließende Frage. Was bringt es, Polizeigewalt zu filmen? Ganz einfach. Die Polizei nimmt eine wichtige Aufgabe in einem Rechtsstaat wahr, aber sie hat eben auch das staatliche Gewaltmonopol. Das heißt, sie kann gegen Menschen Gewalt anwenden, aber im Gegenzug muss sie sich eben auch sehr genau auf die Finger schauen lassen, ob diese Gewaltanwendung tatsächlich rechtmäßig ist. Und die Polizei tritt normalerweise ja immer in Gruppen auf. Das heißt, dann gibt es immer Zeuginnen und Zeugen, die Sicht der Polizei darstellen. Und das Filmen durch Bürgerinnen und Bürger kann hier quasi so ein bisschen Waffengleichheit herstellen, damit diejenigen bei der Polizei auch identifiziert werden können und dann nachgeschult werden können, die sich eben doch mal rechtswidrig verhalten. Vielen herzlichen Dank, Herr Burmeier, für dieses aufschlussreiche Interview und danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne.